hier heute mal andersrum. Denn ich habe ja gemerkt, es ist ja mittlerweile auch morgens hell genug, dass man was filmen kann. Und jetzt gehe ich nämlich gerade mal zum Auto hin, zur Arbeit. Das heißt, es ist 16:45 und mittlerweile hell genug. Und wenn ich so nach oben gucke, dann habe ich da so ein schlechtes Gefühl, dass das heute wieder so bullenheiß wird wie gestern. Und ich habe ja schon auf Facebook geschrieben, ich weiß, die ganze Welt freut sich immer, wenn Sonne ist, wenn es warm ist. Und tagsüber, es ist ja auch nicht schlecht, wenn es warm ist und so. Es hat ja auch was, es ist ja auch schön. Aber es ist nicht mein Ding. Ich habe das lieber kalt, ich habe das lieber kühl. Das habe ich auch schon oft erzählt, denn wenn es im Sommer immer alles so warm ist und so eklig ist, naja, ich mag das nicht. Ich fühle mich dann den ganzen Tag unwohl. Erstmal war ich gestern auf der Arbeit klitschnass, weil es so warm war. Nee, ich weiß nicht, man sitzt so zu Hause und man hat die ganze Zeit, es war so ein bisschen feucht. Ja, ja, jetzt lasst eure Sprüche, ihr wisst schon, was ich meine. Und man ist immer so ein bisschen verschwitzt und es ist einem immer warm und eklig und bedrückend. Ich mag das nicht, wenn es zu warm wird. Ich schlafe dann auch sehr schlecht, wenn das so richtig heiß ist. Und wenn man dann so mitten in der Nacht mit so einem nassen Kopfkissen aufwacht. Mir gefällt diese Bullenhitze nicht. Und ich habe herausgefunden, das geht einigen auch so. Ich glaube hauptsächlich den Männern. Bei uns Männern, wir haben es dafür im Winter besser. Uns ist dafür dann nicht so kalt wie den Frauen. Na gut. Dann ist mir nochmal aufgefallen, dass man... Es ist halt wirklich so, wenn ich 6 Stunden schlafe, dann wache ich halt müde auf. Auf jeden Fall wache ich sehr müde auf. Aber spätestens so nach der ersten halben Stunde, man merkt dann einfach, es ist besser, seine 6 Stunden zu schlafen. Jedenfalls bei mir sind es 6. Und dann aufzustehen, dann bin ich viel, viel fitter den ganzen Tag, als wenn ich immer so 8 schlafe oder länger und dann so richtig viel schlafe. Normalerweise sollte man dann ja ausgeschlafen sein, denkt man. Aber ich finde, das macht dann eher kaputt, so viel zu schlafen. Dann lieber 6, von mir aus auch 5, dann bin ich viel geiler drauf den ganzen Tag. Das ist, als wenn der gerade schläft, mitten auf dem Asphalt hier. Am nach Hause hier. Na, kleiner? So stachelig sind die auch immer gar nicht, ne? Wenn man sie so eingerollt hat, kann man die auf die Hand nehmen. Ja, voll süß. Ich glaube, die haben viel so Würmer und Ich will ihn jetzt auch nicht auf die Hand nehmen, aber ich musste mal einen Igel retten. Ich finde die süß. Wer sind Sie denn? Ein Carlos. Ja, was willst du? Ich habe nichts für dich. Aber du bist jetzt auf YouTube. Du bist ein Star. Yeah. Der coole Kino-Eckendachboden. Die Matratzen sind weg. Egal, ist trotzdem gemütlich. Ja, ich bin bei meinen Eltern in Hohnsdorf. Und weil eine Hochzeit, meine Cousine hat geheiratet. Und gestern war dann halt so eine ganz lockere Hochzeitsnachfeier. Halt zur Hochzeit selbst konnte ich ihn leider nicht. Aber halt dann die wichtige Nachfeier, das war eigentlich wichtiger. Die Zeremonie haben sie eh ganz simpel, ganz kurz gehalten. Die sind auch noch recht jung. Und dann war gestern die Feier. Sag ich euch, das war eine Feier, die wird man so schnell nicht vergessen. Erst war es halt ganz normal grillen, gemütlich, so und mit der Familie und Freunden, engen Freunden und so. Was waren wir? 25, 30 Leute. Und dann hat sich ja die ganzen Tage, weil es halt immer so heiß war. Ihr habt ja mitbekommen, ich habe ja die Tage einfach nur gehasst. Ich hatte auch in der Zeit keinen Bock, irgendwas zu drehen oder irgendwas zu machen. Ich komme dieser Hitze einfach nicht klar. Ich hasse das. Man ist immer nur verschwitzt und alles warm und eklig und bäh und i. Ich mag das überhaupt nicht. Und dann gab es halt dieses krasse Gewitter. Und das hat uns halt richtig... Wir haben es schon gesehen, dass es dunkel wird, aber es ging doch dann ziemlich schnell. Und dann standen wir da halt alle. Und dieser Pavillon, wo wir halt drunter standen, der drohte halt wegzufliegen. Und den konnte man nicht so schnell abbauen. Und dann standen wir da alle und haben diesen Pavillon festgehalten. Und das war echt krass. Da kam nämlich so ein Windstoß an und hat diesen Pavillon halt so hochgewirbelt. Und da sind ja so Metallbeine von dem. Und dann ist dieser Pavillon
ist halt so hochgeschnellt und die Beine sind richtig so an unseren Köpfen vorbei so lang geschossen. Das hätte einen von uns am Hinterkopf erwischen können, das war richtig. Und dann haben wir das Ding festgehalten und dann ging der Platzregen los. Dann ging es richtig los. Alle, wir waren alle draußen, alle pitchnass, alle 20 Mann, die wir da noch waren abends, haben da diesen Pavillon festgehalten. Einige standen dann da rum, weil es hat dann am Ende gereicht, wenn ein paar den festgehalten haben. Aber es sind alle damit draußen geblieben, es waren eh alle pitchnass. Und dann war da übelster Sturm, übelstes Gewitter, es war übelst dunkel und alle standen so draußen. Und es war total bekloppt, aber es war super witzig im Endeffekt. Und dann sind wir da auch in diesen Pool noch rein. Habt ihr ja gesehen, dann haben wir noch den Papa da reingeschmissen, also den Papa von meiner Cousine. Und es war einfach nur herrlich. Also, einfach nur bekloppt das Ganze. Das ist auf jeden Fall eine Hochzeitsfeier gewesen, sage ich euch. Die wird man so schnell nicht vergessen. Das war schon echt witzig. So, ich mache mich mal frisch. Ja, klare Rangordnung in der Familie. Sohn nach hinten, damit der Hund vorne sitzen kann. Na, gemütlich da vorne. Unglaublich, ne? Da wird der Sohn schon nach hinten geschoben. Was sagst du zu deiner Verteidigung, Mama? Ich? Ja. Du schickst deinen Sohn nach hinten. Tja, so ist das halt. Du brauchst ja auch keinen Autositz mehr. Nicht mehr. Da, guck da. Das schon sehen. An der Elbe und da ist nämlich Schatten. Du kannst bei dem Wetter nicht aufs Deich gehen. Du kriegst einen Kollaps. Aber der Hund hält nicht mehr so für gehen aus. Wir auch nicht bei der Hitze. Na, ich schon. Ach, quarkst du auch rum, dass das zu warm ist. Ja, trotzdem krieg ich keinen Kollaps. Du bist ja auch ein bisschen voluminöser. Habt ihr das gehört, ey? Damit meint sie, dass ich größer bin. Als so ein 4 Kilo Hund. Gut nachgesetzt. Ja. Ja. Nicht maulen, Carlos. Er mag kein Auto fahren. Vor allen Dingen hat er einen Schock seit Dänemark. Zur Erklärung, wir sind Auto gefahren. Ich bin mit dem Auto von meinem Papa gefahren und das hat so eine ganz, ganz krasse Bremse und dann ist er ein bisschen durchs Auto geflogen. Als wir zum Tierpark gefahren sind. Ach, da konnte ich ja nichts filmen, ne? Deshalb haben die den Tierpark ja nicht gesehen. Nee, haben wir ja beide kein Handy mehr. Schade, sonst hätte ich gefilmt, wie wir da mit den Papageien und den Affen und den Kamelen gekuschelt haben. Carlos. Der zittert richtig. Ja, ist gut. Hm? Hier ist doch schön kühl drin. Ja, das stimmt. Schade, dass wir da nicht ran können. Das sind richtige Sandbänke jetzt. Ich glaube nicht, dass das erlaubt ist, für uns da durchzulatschen. Das ist nur für den Campingplatz. Richtig, Campingplatzgebiet. Ja, und früher war dies hier alles Campingplatz. Guck mal, wie geil. Alles unter dem Schatten. Aber der Mann ist zu alt, der ist in Rente gegangen und hat keinen Nachfolger gefunden. Mhm. Und das war früher unsere Turnhalle hier. Die ist auch verrottet jetzt. Das Ding da? Ja. Als ich Kind war, war das unsere Turnhalle. Wie, dieses Holzding? Ja. Das ist doch keine Turnhalle. Das war früher unsere Turnhalle. Aha, da ist doch gar kein Platz drin. Ja, die waren früher so klein. Hier, der Sportplatz. Ja, den habe ich. Ja. Brav. Oh, ich bin fast in eine Brennnessel gelatscht. Ja, aber die Füße, ich habe doch Schlappen an. Da ist jemand? Ja. Hier. Hallo. Komm her.
Was ist da? Ja, noch die alten Stellplätze halt. Die hatten ja hier ihr Zelt und dann mit hier für die Boote reinbringen. Ja. Und hier ist alles schon verwildert. Hier war eben ein Platz nach dem anderen, alle mit hier so Terrasse. Ja. Guck, da schwimmen sogar welche. Ja, die filme ich jetzt nicht. Nee, aber du sollst schwimmen. Nee, jetzt nicht. Guck mal, hier war es aber auch stürmisch, siehst du das? Ja. Da ist die Jugendherberge? Ja, die siehst du nicht hinter dem Berg. Ja, ja. Der Strand. Da ist der Kuhboden. Ah, stimmt, da hinten ist die Altstadt zu Ende. Da war ich noch mit Manon spazieren vor anderthalb Jahren. Meine Mutter hat mir Angst gemacht, hat sie erzählt, sie hat da gestern eine dicke, fette Schlange da auf diesen Wegen gesehen. Jetzt gucke ich immer ganz panisch auf, weil ich hier... Oh, aber so in der Sonne, ne, ist das gleich wieder heiß, Alter. Heiß wie Ulle. So, dann gehen wir mal weiter. Carlos soll gleich baden. Jetzt geht er baden. Ja. So, Latschen aus. Boah, jetzt gehe ich auch angenehmer. So mit Latschen gehen ist voll anstrengend. Was? Pi warm? So, wir wollen jetzt sehen, wie Carlos badet. Ah, mit Leckerli. Hallo. Ist ja gemogelt. Komm her. Oh, super. Den mag er nicht, ne? Super. Schisser. Super. Komm her. Ja, fein. Wie, weiter nicht? Ein bisschen. Er mag keine Wellen. Jetzt kommen gerade welche vom Schiff. Guck mal, hier ist vielleicht ein bisschen weniger. Er hechelt mega, ne? Ja. Trink mal was. Muss immer so, guckst du so ein bisschen mit, wenn welche kommen? Ja, von wo sollen hier welche kommen? Von da ist ein Weg und von da, wo wir gekommen sind. Hier kommen nämlich viele Wiederholungen. Ja, das werden wir schon mitbekommen. Jetzt kommen Wellen, ne? Och, Carlos. Ja, es ist schön hier. Ich meine, klar, Meer an Kiel hat auch was, aber es hat schon seine Gründe, warum ich wieder in die Heimat zurück möchte. Auch wenn es hier auf jeden Fall wesentlich wärmer ist als da in Kiel. In Kiel wird mir natürlich die kalte, frische Seeluft ein bisschen fehlen. Da hinten Lauenburg. Wie gesagt, ich muss nicht direkt nach Lauenburg zurück oder Ronsdorf. Kann auch Lüneburg sein, Schwarzenberg, irgendwas in der Umgebung, aber irgendwie hier in die Nähe möchte ich einfach wieder. Ich mag das, ich will das Ländliche wieder, aber nicht das Stadtleben. Kiel ist halt noch gerade so okay, aber es ist einfach Stadt. Ich mag Land um mich rum. Dass ich einfach mal so ein paar Minuten hier zu sowas gehen kann. Ich sag dir das, der gewinnt noch. Wie, ich muss? Achso. Hauptsache, der da verliert. Ne, Marcel? Wer? Du. Nee. Hauptsache, du verlierst. Nein, ich verliere nicht. Kann gar nicht verlieren. Was ist das eigentlich für ein cooles Poster da oben, sag mal? Mario Galaxy. Habe ich ja schon mal neulich erzählt. Ja. Die haben hier nämlich das Zimmer, wenn die Kamera mal wieder fokussieren würde. So richtig cool. So hat nämlich ein Erwachsener sein Bild und nicht einfach nur sein Poster irgendwie da an der Wand. Was spielen wir jetzt? Rotationspuzzle. Rotationspuzzle. Ich muss die so halten. Wollen wir uns die Regeln angucken?
Komplettes Bild in 20 Sekunden. So. Beam dich weg. Na? Beam mich weg? So, willst du eine Runde angeben? Angeben? Ja. So. Ich bin nicht so der Angeber. Nee? Nur beim Spielen, ne? Natürlich gebe ich an. Ja, okay. Das sind so ein paar 3DS-Spiele. Die kannst du anmachen, die Vitrine. So, anmachen? Ja, ach, die kann man anmachen? Ja. Leuchten. Warte, warte. Ja. Achtung. Und? Episch. Ach, episch. Das kann man auch aufmachen, ne? Ja, das ist keine Werbung machen. Rechts. Reicht, sehen die so mit Glas, ist cooler. Was sind denn da so für Super Nintendo-Spiele noch hinter? Oh, alte von früher, ne? Erzähl doch mal. Donkey Kong. Muss denn sich nicht alle da rumwühlen, aber. Island, Donkey Kong Country 2, Aladdin, Super Metroid. Das Witzige ist, man erkennt schon die meisten Spiele auch nur an dem Fitzel, den man da oben sieht. Ja, ja. Street Fighter, Ghost and Ghost. Ja, sehr gut. Das kenne ich gar nicht. Hä? Also. FIFA 97. Hier, dein Lieblingsspiel. Ja, beste. Gerade im Video. Ja, das müssen wir nochmal zusammen spielen irgendwann. Ja, das bin ich gut drin, ne? Ja, Street Fighter, ich Street auch. Aladdin, Tiny Toon, das sehe ich von hier. Das sehe ich von hier. Terranigma sowieso. Muss. Plock, Asterix und Obelix, Super Metroid und Muss. Hm. Was ist das? Man sieht nichts. Donkey Kong Country 3. Ja, hast du ja hier. Schlechteste von der Serie. Ja, aber trotzdem gut. Das ist ein Spiel, Super Soccer, wo man das viel spielen Spaß wir mal. Haben kann. Also, das spielen wir mal. Ja, Illusion of Time, Muss. Muss. Das sowieso. Ja. Auch. Ja, World. Episch. Super Mario World gut, habe ich noch nie gespielt. Sehr gut. So. GameCube hast du ja auch. Verschiedene ja, Spiele. GameCube ist so mehr Resident Evil Serie. Ja, ne? Und Paper Mario. Paper Mario. Nee, guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Der Boy Yoshi. Quietsch, quietsch, quietsch. Okay. Ocarina. Wii und Wii U. Ja. So, zeig doch mal, welche von diesen Spielen du zu 100% durch hast. Jetzt 100%. Ja. Yoshi's Woolly World heute. Tropical Freeze. New Super Luigi U. Super Mario 3D World. Wie ist das? Regenbogen. Habe ich noch nicht gespielt. So. Ich habe es mir erst nur gekauft, aber gespielt noch nicht. Weil ich erst noch andere Spiele hatte. Hast du Hyrule Warriors? Oder? Nee, das nein. Ist auch eine Arbeit. Nein, ne? Nein, das ist eine Arbeit, ja. Rayman? Nein, auch noch nicht. Pikmin? Nein. Okay, Captain Toad? Ja, Captain Toad 100%. Wind Waker, ne, würde ich sagen. Splatoon habe ich noch gar nicht gespielt. Nur nee, ich verkaufe meins gerade wieder. Ja. Okay. Wind Waker hatte ich zu 80%, ja. Und Mario Party 8 hast du alle Figuren gesammelt. Okay. Sehr cool. Ja, 100% bei jedem Spiel zu machen, das ist schon nicht einfach. Nee, vor allem bei einigen. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, ne? Das sieht so viel geiler aus, wenn man da so einen richtig schönen Rahmen hat, so an diesen Bildern. Als wenn man sich, so wie ich, dann nur die Poster da irgendwie... Ja, das stimmt. So, ja, Mario Party haben wir gespielt. Ja, ich habe mit großem Abstand gewonnen, ne? Oder habe ich mich da jetzt irgendwie... Oder war ich Dritter? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich ja. War es gut dabei, kann man sagen. Auf jeden Fall. Ja, also. Ich habe verloren, ich war Dritter. Er war King, er hat gewonnen, er war Erster und sie war, du bist Zweiter. Genau, ich bin gerade bei denen hier in Schwarzenbeck noch kurz reingeschaut und jetzt fahre ich wieder nach Kiel. Alter, was ist dieses Wochenende bloß los, Alter? Zieht euch das mal rein. Das sieht ja einfach zu heftig aus, ne? So ein Wetterleuchten. Ich meine, man hört kaum Donner. Okay, jetzt wird's windig und ich glaube, jetzt fängt es gleich auch an zu regnen. Also wahrscheinlich kriegen wir hier nochmal ein fettes Gewitter ab. Ja, so viel dazu. Alter. Scheiße. Nee. Alter, keine Chance. Alter, ist das krass. Richtig krasser Sturm und Gewitter jetzt, ey. Da kommt was runter, ey. Oh, ich muss beide Fenster... Scheiße. Ich muss beide Fenster zumachen. Das weht so krass rein. Seht ihr, wie das dagegen peitscht? Unfassbar, ey.
Und Blitzen und Donner ohne Ende. Oh, da sind welche. Oh nein, ein Bote. Der arme Typ. Ich weiß, ihr seht das nicht, aber da ist ein Pizzabote von Joey. Der muss gerade Pizza ausliefern. Ich stelle mir das gerade vor, bei dem Wetter so ein Pizzabote auf dem Fahrrad sein, ist auch das Beschissenste, was es gibt, ne? Oh nein. Muss man überlegen, eigentlich jeder, der bei so einem Wetter jetzt extra eine Pizza bestellt, der ist auch ein Arsch. Oh, ist das schön, ey. Es hat gestern Abend, habe ich ja gezeigt, kurz gewittert. Ich konnte ja nicht so wirklich gut filmen, weil da auch das Gewitter da draußen, ey. Ich konnte das Fenster auch nicht aufmachen. Aber das Resultat war, dass es schon gestern Abend ein bisschen und jetzt heute so richtig schön abgekühlt ist. Es ist endlich mal wieder eine sehr schön humane Temperatur. Ja, jetzt kann ich wieder entspannen. Das Wochenende war sehr schön, speziell auch die ganze Woche. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen was aufgestellt für Videos, die ganzen 3DS-Spiele für das Video und hier die drei Sachen, die ich jetzt reviewen möchte. Und dann habe ich hier ganz viel aufgebaut, weil ich einfach mal so ein paar Sachen auch einfach gar nicht mehr so wirklich brauche, beziehungsweise ich brauche im Moment, ich brauche halt ein bisschen Geld. Hab's geguckt, die Bücher brauche ich nicht mehr, Splatoon, werdet ihr jetzt ja erfahren, ist nicht mein Spiel, das mag ich nicht. Die nehme ich wieder raus, die verkaufe ich doch nicht. Den Pokémon-Aufsteller verkaufe ich, den Splatoon-Aufsteller habe ich doch schon verkauft. Die verkaufe ich, die ganzen Mangas, das wisst ihr, Sonic Lost World brauche ich nicht. Das verkaufe ich und die Amiibos brauche ich auch nicht wirklich und die verkaufe ich dann. Manchmal muss man auch einfach mal über seinen Schatten springen und Dinge, die man vielleicht cool findet, trotzdem mal wieder verkaufen. Und noch ein paar lustige Taschenbücher habe ich da, die ich verkaufen möchte und so weiter. Weil sonst hat man irgendwann einfach, selbst wenn man viel Platz hat, irgendwann keinen Platz mehr, wenn man sich nie von irgendwelchen Sachen trennt, die man eigentlich gar nicht wirklich braucht. Aber ja, ich war ja in Schwarzenbeck bei den beiden wieder, Katharina und Marcel, diesen beiden, die sind einfach super nett, die beiden. Wir haben ein bisschen Mario Party 8 gespielt, ich habe nicht ganz gewonnen. die Map war aber kacke, das war diese Map, wo du halt die Hotels kaufen und besitzen musst, weil die ist echt einfach nur so rund und es hat sehr viel mit Glück zu tun. Hat mir nicht so gefallen, die Stage, aber das Spiel an sich hat witzige Minispiele. Ja, ansonsten gucke ich jetzt gleich Chihiros Reise ins Zauberland endlich zu Ende. Und ich überlege mir, ob ich Xenoblade Chronicles The Movie mir angucken sollte. Es geht ungefähr 5 Stunden, also alle Cutscenes, dass ich wenigstens die Story und so ein bisschen mitbekomme, weil das Spiel werde ich nicht beenden. Ich habe jetzt Tales of Vesperia endlich durch und freue mich tierisch drauf, jetzt gleich Tales of Xillia 2 anzufangen. Ich habe jetzt Yoshi's Woolly World, bin ich jetzt gleich bald zu 100%, also nicht 100%, sondern ich bin jetzt gerade in der 6. Welt und hole mir da alle Sonnenblumen und habe dann auch die letzten Extra Stages noch fertig. 100% werde ich das Spiel wahrscheinlich nicht machen. Also ich werde alle Yoshis freispielen und alle Sonnenblumen. Die Stempel und das mit dem vollen Leben, das ist mir eigentlich recht egal. Ja, ansonsten seht ihr schon, es ist zwar tolles Wetter, es ist aber auf jeden Fall windig und es ist kühler Wind. Also es ist echt angenehm. Man kann echt mal wieder sich einfach mal ein bisschen frei bewegen und ohne rumzuölen einfach mal wieder irgendwas machen. Und ich habe heute frei, Montag, ich habe dafür jetzt die anderen Tage in der Woche Schicht, morgen Frühschicht und danach zum Fußball und wir sehen uns dann. Ciao, ich hoffe, ihr hattet auch schöne Tage.